Hallo und herzlich willkommen, liebe Freunde, und auch Salvete Spectatoris zu einem weiteren Teil von Let's Play Modern Blade Bannerlord. Mit mir, dem Tante Günner, auch bekannt als Günther Shadow, und wir spielen heute nochmal unseren Merovic von Habsburg. Und ich habe ja gesagt, ich möchte heute ein bisschen auf Quests eingehen und so ein bisschen auf das Kampagnenmanagement. Ne? Ihr wisst, meine Playthroughs heute und aktuell, die haben noch so ein bisschen Tutorial-Charakter, weil ich natürlich auch euch so ein bisschen das Spiel näher bringen will. Und ich mache jetzt mal folgenden Vorschlag an euch. Ich werde jetzt mal mit meiner Party, ne, ihr seht, wir können übrigens wieder upgraden. Ich denke, ich werde die Scouts, die werde ich upgraden und so weiter und so fort. Ne? Ich werde die Looter, die werde ich loswerden mit der Zeit. Die werde ich nicht alle rekrutieren. Ich kann die nicht weit genug hochleveln. Es ist halt auch immer ganz gut, wenn man so ein bisschen Kanonenfutter in der Party hat. Ne? Also irgendjemand muss halt auch sterben in so einer Party. Und ich werde jetzt hier noch ein bisschen sortieren und meine Leute ein bisschen anordnen. Denn bei diesen Hideout-Missionen, wenn wir die Banditenverstecke angreifen, ne? Das hat mir ein Zuschauer gesagt, dann ist es entscheidend, wo die Einheiten stehen, und dann will man natürlich gute Infanterie oben haben, und dann wollen wir natürlich auch die Palatinergarde, die Bogenschützen, die wollen wir natürlich auch oben haben, ne? Damit wir hier starke Truppen am Start haben, mit denen wir dann in so einer Hideout-Mission auch gut bestehen können. Das vielleicht nur schon mal so als Info vorneweg. Jetzt machen wir heute aber noch was anderes, denn ich werde heute ein kleines bisschen handeln. Und zwar werde ich hier im Norden, ich gehe mal gerade auf Leave, damit ich hier mal hinscrollen kann, hier oben in diesen Siedlungen, wenn wir da mal so ein bisschen rumgucken, naja, die sind teilweise ein bisschen trostlos, aber da gibt es nicht nur immer Fisch oder Holz oder was ist das hier, ne? Oder Getreide, was man hier so sehen kann, ne? Das ist ja alles so ein bisschen karg. Da gibt es nämlich auch noch eine andere Ressource. Was wir nämlich heute suchen, ist Fell. Und Felle, wenn wir die hier oben im Norden kaufen, die werden ganz hier unten im Süden einen fantastischen Preis erzielen. Und hier unten können wir uns dann mit anderen Waren eindecken, die wir im Norden verkaufen können. Denn wir müssen diese ganzen Königreiche noch irgendwie so einmal durchforsten. Auf der Suche nach den Adligen, mit denen wir reden müssen für unsere Questmission. Insofern bietet sich das sogar an. Und den ein oder anderen Banditenhaufen, den werden wir dabei auch noch aufmischen können. Es empfiehlt sich natürlich aus Gründen der Preisübersicht auch mal so eine Stadt aufzusuchen. Und dort einfach mal den entsprechenden Händler zu checken, zu welchem Preis man da so Felle einkaufen kann. Manchmal gibt es die da nämlich auch ganz günstig. Hier nämlich zum Beispiel 42 für 29 Felle. Das ist super. Das nehmen wir alles mit. Upsala, Moment mal, das nehmen wir aber nicht alles mit. Wolle brauche ich jetzt nicht, tatsächlich. Aber ne, Felle, das ist so das Zeug, das wir gerne haben wollen. Und so ein paar andere Sachen, das markieren wir ja noch gerade. Ein paar andere Sachen werden wir mal loskommen. Ja, das bringt nur 40 hier. Dann verkaufen wir lieber noch woanders, wo es mehr Geld bringt. Ist ein bisschen wenig, ne? Also achtet ein bisschen auf die Preise. Aber 29 Felle. Warum hast du jetzt die Felle nicht gekauft? Weil ich die nicht markiert habe, ne? Also markiert die euch sofort, ne? Sonst verkauft ihr die nämlich mal aus Versehen, und das ist dann natürlich wieder äußerst, äußerst ärgerlich. Also, direkt eine Markierung reinsetzen und behalten. Und das klingt jetzt vielleicht viel, wir geben 1000 aus, aber wir werden für so eine Ladung Felle im Süden den doppelten Preis erzielen können. Und das ist ganz ordentlich, glaube ich. Jetzt natürlich nicht, wenn wir nur 30 kaufen, aber wir kaufen mehr. Wir kaufen viel mehr. Ich war ein bisschen enttäuscht. Ich konnte jetzt nur roundabout 64, ziemlich genau 64 Felle kaufen. Aber ihr seht schon, hier alleine erziele ich einen Preis von 123, und das ist so gut. Da kriegen wir auch in der Wüste nicht mehr für. Warum? Verkauf mir mehr. Ihr seht, wenn wir mit unseren Fellen aber hier den Markt schwemmen. Na, es lohnt sich nicht unbedingt, alles hier zu verkaufen, weil der Preis dann natürlich fällt. Aber schaut mal, wir bekommen 5.883 für diese Felle. Das ist ein unfassbar guter Preis. Das ist ein unfassbar guter Preis. Und zack, haben wir wieder Schotter. Und ihr sagt jetzt natürlich, Moment mal, Günner, oben hast du doch viel mehr Geld. Hast du so viel Geld ausgegeben? Nein, schaut mal. Ich habe nämlich Pferde gekauft und ich reite jetzt weiter nach Süden und da kaufe ich noch mehr Pferde. So ein Wüstenpferd kann unter Umständen nämlich auch nochmal einen wesentlich besseren Preis erzielen, wenn wir weiter nördlich reisen.
Und wir merken uns einfach mal, 236 ist der Verkaufspreis, den wir hier bezahlt haben. Wir nehmen einfach auch noch einen ganzen Haufen Pferde mit auf den Weg. Das hat nicht nur den Vorteil, wenn ihr jetzt auch nochmal guckt, wie schnell wir mittlerweile sind mit 6,8. Also wir haben nochmal gut was zugelegt, 20% mehr Geschwindigkeit. Ich habe außerdem die ganzen lahmen Banditen, die ganzen Looter, die habe ich hier alle weggeschickt, die habe ich alle entlassen. Und dafür habe ich hier bei unserer Party noch ein paar Einheiten aufgewertet. Gut, die Imperial Archer, die würde ich halt gerne noch zu Imperial Bucellarii vielleicht aufwerten. Ich bin mir noch nicht ganz sicher, ob ich das mache. Müssen wir mal gucken, wir können sie auch zu Palatinerwachen aufwerten. Ne? Das ist eigentlich auch ganz mächtig. Ne? Mach den einmal auf jeden Fall. Ne? Dann haben wir 5 und 5 hier jeweils. Das ist auf jeden Fall eine sichere Nummer. Und die Raider, die kann ich erst aufwerten, wenn ich den entsprechenden Charakter-Trait habe. Ich habe außerdem hier noch ein paar Raider übernehmen können und es kam die Frage auf, geht das auf die Moral, wenn ich die mitnehme? Nein, tatsächlich nicht. Ich habe gerade vorhin welche übernommen, also ein oder zwei, und hier steht eigentlich nichts von irgendwie negativer Moral. Ich habe nur insgesamt momentan nicht ganz so viel Moral, weil ich nicht so viele Schlachten jetzt natürlich geschlagen habe. Ich habe immer nur das platt gemacht, was ohnehin auf dem Weg halt so, was uns ohnehin nur so über den Weg läuft. Und dieser Disciplinarian-Skill, den ihr braucht, den findet ihr hier. Da müssen wir also noch einiges tun. Und ihr seht auch hier, wo wir nämlich die Moral herbekommen. Wir müssen eine hohe Moral in unserer Armee halt gewährleisten. Und außerdem müssen wir noch Armeen anführen und versammeln. Und das ist ja tatsächlich gar nicht so einfach. Wir können ja momentan auch nur eine unterhalten. Wir können keine weiteren Partys gründen und sowas. Dafür haben wir noch nicht die nötige Stufe erreicht. Ich habe ja gesagt, ich wollte euch heute noch ein paar unterschiedliche Quests zeigen, damit ihr die mal so kennenlernt. Einige von euch kennen die natürlich, ne? Ich weiß. Schauen wir mal, was Risa, die Kleiderhändlerin oder Bekleidungshändlerin hier, so für uns hat. Wir sollen eine Karawane eskortieren. Das machen wir auch mal schnell. Okay, die sah irgendwie ein bisschen anders aus auf dem Bild. Ich weiß auch gar nicht, warum meine Tastatur so laut klackert. Wenn ich hier sitze und die Tasten drücke, klackert die gar nicht so laut eigentlich. Das muss irgendwie mit meiner Mikroeinstellung hier zu tun haben. Werde mich mal darum kümmern. Ja, Frieden mit dir, Fremder, sagt sie. Okay, hi, mein Name ist Merowik. Wie heißt du denn? Und sie ist eine Händlerin in Kassira. Sie besitzt eine Brauerei und eine Leinenweberei. Gute Partie, würde ich mal meinen. Sie hat unseren Namen gehört, weil wir ein paar Banditen gefangen haben. Yay! Findet sie natürlich gut, dass wir die Straßen hier sicher halten. Ja, und genau deswegen komme ich zu dir. Ich habe gehört, du hast nämlich auch ein Problem. Ja, ihre Karawane ist geplündert worden, sobald sie außer Sichtweite, außerhalb der Tore war. Ja, erzähl mir mal bitte mehr. Sie wird gerne eine neue Karawane losschicken und da braucht sie jetzt ein paar Muskeln für. Da sind wir genau der Richtige. Wer hat denn sonst so einen schön rasierten Hinterkopf wie wir? Sie würde uns sogar ein bisschen mehr Geld als üblich bezahlen, aber sie ist es halt einfach leid, dass sie ihre Leute in den Tod schickt, einfach nur weil sie, ja, Angst hat, ihre Güter zu verlieren, und das ist es ihr ja irgendwie dann auch nicht wert. Okay. Wenn wir jetzt übrigens eine eigene Party erstellen könnten noch, ne, dann könnten wir auch hier eine eigene Karawanen-Eskorte zusammenstellen, ne? Aber so müssen wir es natürlich noch selbst machen. Und das ist halt eben genau das Ding bei den Missionen, die wir halt hier haben am Anfang. Ihr müsst diese Missionen immer alle selbst machen. Hi, grüß dich. Und das dauert halt einfach Zeit, ne? Es gibt übrigens auch die Mission, wo ihr selber dann Güter transportieren könnt. Könnt ihr auch machen. Und dann könnt ihr auch nachher die Leute betuppen und die Sachen selber behalten. Aber am Anfang würde ich das echt noch nicht machen. Hier sehen wir jetzt auch sofort die Karawane. Ich drücke mal die Leertaste, damit es ja weitergeht, damit wir mal gucken können, wo der so hinläuft. Ne? Und dann trotten wir so ein bisschen hinterher. Das scheint also, wenn ich jetzt mich nicht irre, muss ich mir gerade sagen, sind da etwa Banditen oder was? Oder warum hat er da Schiss? Hey, warte mal, ich wollte gar nicht mit dir reden. Lass mal gut sein. Fahr mal weiter. So, ne, geht doch. Am besten reitet ihr tatsächlich so ein kleines Stückchen voraus. Natürlich in der Nacht ist es immer ein bisschen ungünstig, weil dann verliert man, wenn man zu weit weg ist von der Karawane, verliert man halt irgendwann die Sicht, ne? Ist jetzt auch nicht so ungewöhnlich. Ah, super, guck mal hier, Wüstenbanditen. Boah, Alter, der ist fix. Gut, okay. Langt ja aber eigentlich nur, wenn wir die tatsächlich verscheuchen, ne? Wir müssen nicht unbedingt gegen die kämpfen.
Diese Banditen sind bestimmt auch super stark. Wobei wir schnell sind mit 6,8, ne? Also da zählen wir echt schon zu den Flotten, ne? 17 Büstenbanditen, die kriege ich nicht, aber die 9 hier, die kriege ich schnell. Ja, hier. Mach mal dich bereit, deinem Schöpfer entgegenzutreten. Super, ne? Keiner verwundet. Das tatsächlich gar nicht so ohne, wenn die Leute verwundet werden, dann reist ihr nämlich langsamer. Dann kriegt ihr nämlich hier so einen Malus, der heißt dann Desorganization und das ist dann natürlich nicht so gut, ne? Die Gefangenen nehmen wir natürlich nicht mit, die Looter, weil die würden unsere Truppen nur verlangsamen. Aber was wir machen können, wir können diese Aserai-Bauern mitnehmen. Da haben wir ein bisschen Kanonenfutter mit dabei. Und gut, die machen unsere Armee natürlich auch nochmal ein kleines Stückchen langsamer, aber bei weitem nicht so langsam wie die Looter. Jetzt sollten wir mal unsere Karawane wieder suchen, ne? Da drüben ist er ja, ne? Aber wir sind so schnell. Brauchen wir keine Angst haben, ne? So, der ist jetzt hier in der Stadt. Jetzt warten wir, bis er rausgehoppelt kommt. Die müssen in der Regel immer mehrere Stationen anlaufen. Komm, kämpfen wir mal gegen die. Ich will mal sehen, was sie so können. Komm, Attack. Wird ein schönes Massaker, oder? Bogenschützen, bitte ein bisschen weiter nach hinten. Lockere Formation mit F3, F3, das ist immer mega praktisch. Und die berittenen Bogenschützen, die können immer mir folgen. Und das war's schon. Super. Ja gut, das waren jetzt auch wenige, ne? Machen wir ganz schnell hier vorbei. Da kriegen wir auch nichts für. Ein bisschen Moral und so, ne? Die Bauern, die nehmen wir nicht mit, die können wir halt befreien. Was ist das hier? Bedouin Rover. Tja, wahrscheinlich könnte man die irgendwann sogar noch hier auf Kataphrakt-Niveau bringen. Ach, wir nehmen die mal mit. Wir sind eh so schnell momentan. Wir können die ansonsten immer noch verkaufen. Und hey, du hast Butter in der Wüste mit dir rumgetragen. Das ist jetzt nicht so eine coole Idee. Es sei denn, der steht auf flüssige Butter, ne? Das ist vielleicht jetzt auch nicht das Allerbeste hier. So, die Karawane läuft jetzt wieder zurück und das ist eigentlich, ne, so eine ganz typische Quest. Denkt bitte dran, diese Quests haben keine explizite Schwierigkeitsanzeige, ne? Also das ist ein bisschen, ja, das ist nicht immer klar erkennbar, wie schwer jetzt tatsächlich so ein Quest eigentlich ist. Der zum Beispiel, der hat was anderes. Da geht es um Handelsgüter, die der gerne hätte oder verkaufen würde. Das ist ganz okay. So, zwei von den Bauern, die lasse ich jetzt mal frei, ne? 45 Leute sollten wir hier mitnehmen. 232 ist jetzt easy, das können wir uns locker leisten. Wir haben 18.000 auf der Tasche, ne? Kaufen vielleicht nochmal ein bisschen Nahrung und so. Das ist jetzt erstmal soweit okay. Ich habe auch nochmal ein bisschen aufgewertet. Und dann werde ich euch gleich versuchen, noch eine weitere Quest zu zeigen. So, wir schauen uns mal eine weitere Mission an. Ein Missionentyp. Landlord needs access to the Homeshavat Commons. Also, da möchte gerne jemand Zugang zu den Gemeinheiten haben, ne, den ländlichen Besitz dort. Und der kennt uns noch nicht. Ich stelle mich mal vor. Und er heißt Jamair. Und ich habe ja gehört, du hast ein Problem. Erzähl mir doch mal ein bisschen was davon. Er hat eine Auseinandersetzung mit Hamoshad und dort gibt es Weidebesitzer, die ihm offenbar das Recht verweigern, dass er da seine Viehherde hintreiben darf. Und jetzt machen auch ein paar von den Leuten da im Dorf Probleme. Okay, was ist denn das Problem? Erklär mir das mal genauer. Ja, und der möchte jetzt halt gerne, dass jemand seine Herde darüber führt und auch wenn es da zu gewalttätigen Auseinandersetzungen kommt, dass wir ihm dann helfen. Fragen wir mal, gibt es eine andere Lösung? Der bezahlt nur wenig Geld dafür, 441, ne? Aber komm, wir machen das mal selber. Das liegt auf dem Weg. Wir müssen da eh gerade in die Richtung. Und deswegen machen wir das auch mal. Hier sind jetzt übrigens die Villages, die wir finden sollen. Und mit denen müssen wir jetzt mal reden. Er ist sehr unhöflich, ne? Er sagt also, dass hier die Herde schon seit längerer Zeit weidet und ihm ist es eigentlich egal, ob jetzt ein reicher Bastard einem anderen reichen Bastard irgendwie einen Beutel voll Silber gegeben hat, um sich irgendwie dieses Problems anzunehmen. Und er beruft sich auf sein Gewohnheitsrecht. Wir können ihm jetzt entweder zustimmen, ich finde das aber noch nicht so wirklich überzeugend, oder wir können halt hier Einspruch erheben und ihm sagen, dass das so nicht geht. Denn derjenige, der das Land gekauft hat, der hat ja dann auch das Recht, das zu nutzen. Und ja, das
findet er nicht so cool und wir haben dafür unsere Kohle gekriegt und wir mussten noch nicht mal dafür kämpfen. Insgesamt also eine recht einfache Mission. Bei der Gelegenheit können wir auch nochmal gerade diese 19 Looter hier aufreiben. Das geht mittlerweile sehr recht schnell. Mein Ziel ist es ja irgendwann mal diese Wüsten, wie nennt man die so, Wüstennomaden anzugreifen. Ne? Hier, das ist ja tatsächlich jetzt ein Feld, das sehr gut für unsere Bogenschützen geeignet ist. Deswegen ziehen wir mal hier auch die Leute noch ein bisschen zurück. Offenes Feld ist halt auf jeden Fall nice. Ich werde mal ein bisschen hier rüber reiten, um eine halbwegs brauchbare Schussposition zu bekommen. Ich muss ein bisschen Bogenschießen üben. Mein Held ist unfassbar schlecht und wie ihr seht, ich treffe da einfach auch nichts. Insbesondere, wenn man immer nur so kurze Schüsse versucht abzugeben. Oh, die kommen jetzt aber zu mir, ne? Das ist mir nicht so recht. Ah ja, immerhin einmal getroffen. Das ist schon mal ganz gut. So baut man langsam ein paar Punkte auf. Ihr seht schon, ich schmeiße jetzt Fäkalien nach mir. Und wir könnten sie davonlaufen lassen, aber ich muss ja noch ein bisschen trainieren. Mal wieder das typische Beispiel. Meine Crew killt mir die Leute einfach so weg. Okay, also der hat schon zwei Pfeile in der Brust stecken. Junge, wie sieht der überhaupt aus? Schau mal, der ist echt gut. Ich treffe den nicht. Aha, jetzt also. Ich muss ein bisschen nebendran zielen. Boah, komm. Das kann doch nicht sein, dass ich da daneben geschossen habe. Naja, komm. Lassen wir es jetzt gut sein. Reicht auch so. Bisschen Renown und Moral. Das kriegen wir halt auch nur noch, weil wir hier jetzt größere Packs platt machen. Aus irgendeinem Grund, irgendwas stimmt mit meiner Anzeige hier auch nicht so ganz. Irgendwie, ich habe immer mal wieder so ein paar dieser Asserei-Bauern rausgeworfen. Aus meiner Truppe gestorben sind sie, glaube ich, nicht, ne? Jetzt nehme ich mal wieder drei mit. Müsste ja eigentlich auch gehen, ne? Ich hoffe, die irgendwann mal ausbilden zu können. Naja, und so leveln wir uns halt langsam hoch. Insbesondere, was halt hier eigentlich wichtiger ist, ist, wir leveln halt unsere Anhänger hoch. Die müssen halt eigentlich hier die Punkte kriegen, aber 6 Looter, die brauche ich zum Beispiel gar nicht mehr anzugreifen. Ne? Da habe ich überhaupt nichts von. Okay, Leute, einmal an Tacke bitte. 60 Looter, da müssen wir doch zuschlagen. Da nehmen wir unsere Infanterie nochmal ein ganz kleines Stückchen zurück. Müssen mal gucken, die Bogenschützen scheinen aber hier auch ein gutes Sichtfeld zu haben. Das ist unsere Kavallerie. Aus irgendeinem Grund nennt er die noch Kavallerie. Komm mal bitte mit mir. Junge, du hast aber gut daneben geschossen. Alter, sag mal. So, komm zurück, wir reiten zurück. Wollen sie auch nicht zu nah rankommen lassen. Boah, ey, alter Blattschuss, ne? Gut, ich meine, auf diesen, wenn du auf diesen Fleischberg da hinten schießt, dann kannst du halt auch nicht. Dann kannst du auch nicht so leicht daneben ballern. Oh, warte mal, das hier ist aber eine ungute Position, so von Taktik her. Leute, seid ihr alle down mit uns? Guck mal, da hinten kommen sie. Schande sind das viele, ey. Ey. Ey, Junge. Das ist seit heute irgendwie, dass er sich nicht mehr gescheit so rumdreht. Komm mit. Infanterie rein. Du musst das Pferdchen noch ein bisschen mehr mitdrehen. Wir sind noch nicht so der Experte. Raus. Raus. Helft dem Jungen. So, ich muss X drücken, ne? Mir wurde gesagt, ich solle X drücken, damit würde man die Lanze anlegen. Das klappt bei mir noch nicht so ganz. Flüchten die? Ja, ne, die flüchten.
Tja, also ich war auf jeden Fall nicht MVP, ne? Aber bei 60 Lootern muss man die Gelegenheit haben. 4,2 Renown und 2,6 Moral, das ist schon geil. Guck mal, keiner von uns hat irgendwie so wirklich auf die Fresse gekriegt. Wir haben sogar Experience gut gemacht. Das ist auf jeden Fall eine nice Sache. Oh Gott, Alter, die sind immer noch voll am Rippen. Heftig, okay. Ja, also eigentlich, ne, man muss es sagen, es klingt jetzt halt hart, ne, aber es ist eigentlich ganz clever, wenn man seine Leute da halt wirklich so voll Power alles killen lässt, was da halt so kommt, ne. Okay, gut, ja, wirklich viel wert ist das Zeug nicht, was wir da einsammeln. Wir nehmen es aber mit. Ein paar haben überlebt. Und ich ärgere mich halt gerade so ein bisschen, weil ich suche eigentlich halt einen Adligen-Fraktionsanführer, den wie heißt er nochmal? Da, Unschid, der müsste eigentlich hier irgendwo rumlaufen und ich finde ihn nicht. Tja, ich hoffe, ich finde ihn gleich. Und ja, das würde ich euch gerne noch so zeigen, storymäßig. Wir sehen uns gleich wieder. Haha, ich habe ihn gefunden. Und jetzt suchen wir ihn mal auf und dann reden wir mal mit ihm ein bisschen. Der muss uns ja noch etwas erzählen. Er möchte gerne wissen, wie wir sind. Ich stelle mich mal vor. Mein Name ist Merovic. Darf ich nach eurem Namen fragen? Ich bin Unschid, Sultan der Aserai. Ich bin der Herr von Sanala. Mhm. Er kennt unseren Namen noch nicht, ne? Aber okay, gut, alles klar. Ja, das wird bestimmt noch. Kannst du uns etwas über die Schlacht von Pendraig erzählen? Es ist eine Tragödie, die an den Wurzeln von allen großen Familien von Calradia nagt. Sogar an unserer. So weit entfernt von der Schlacht. Mhm. Also, wir hörten, dass das Kaiserreich Krieg gegen die Sturgeons führt oder umgekehrt. Ich habe immer gedacht, wir hätten damit eigentlich nichts zu tun. Aber Nimir, ein ehrgeiziger, feuriger, junger Held aus Benisaran, der hat um Erlaubnis gefragt, ein paar junge Krieger mitzunehmen und er war hungrig auf Ruhm. Das Kaiserreich hat uns in Frieden gelassen und Neretzes hat uns Silber für Soldaten angeboten, also dachte ich, warum nicht? Lass sie doch dem Kaiserreich helfen. Aber ich hätte das wissen müssen. Das Beste beim Krieg ist, so wenig damit zu tun zu haben, wie man halt auch nur kann. Kleine Randbemerkung noch übrigens, hier sehen wir übrigens einen Plänkler der Aserai mit diesen typischen Pieler, die die werfen können. Ich habe auch mal so einen Plänkler angeheuert. Vielleicht werden wir von dem auch noch im Kampf was sehen, mal bei Zeiten. Das wäre eigentlich sehr cool. Nur so als Randnotiz, ne? Ja, also, Nimir ist dann losgezogen, hat auch gekämpft und viel Ruhm gewonnen. Aber er hat auch, es hat auch viele Leute das Leben gekostet. Und viele von den Bani Kilt, also einem anderen Stamm. Und er wurde dann auch ziemlich arrogant, was das anbelangt. Und naja, das ist der Anfang einer großen Fehde zwischen Saranis und Kildis. Aber der Rest dieser Geschichte, den sollte ich vielleicht besser jemand anderem überlassen. Sagen wir mal danke, dass er uns das erzählt hat. Und dann haben wir mit Unkit gesprochen und haben noch ein weiteres Quest erreicht. Ich öffne das auch kurz. Na, ihr seht, wir haben wieder einen Noble drin. Ja, ich wollte heute einen starken Fokus auf die Quests bringen. Ich will es am Ende nur noch bei einem Hinweis belassen, falls ihr jetzt nicht halt eben im Süden unterwegs seid, so wie ich. Es ist auf jeden Fall wert, mit dem Süden zu handeln, um Geld zu bekommen. Ne? Das habt ihr, glaube ich, ganz gut gesehen bei den Fällen. Das ist eine gute Einkommensquelle. Achtet bei den Quests besonders darauf, dass ihr unter Umständen, also je höher die Belohnung ist, desto schwieriger sind ihr in der Regel. Es gibt diese Quest A Band of Poachers, das sind die Wilderer. Nehmt euch vor diesem Quest in Acht. Der ist wirklich recht schwer, insbesondere am Anfang. Ich bleibe also hier bei meiner Aussage, wenn ihr Geld wollt, dann... Wenn ihr viel Geld wollt, dann handelt am besten erstmal so ein bisschen was wie Fälle Norden, Süden. Und da muss man nicht immer ganz in den Süden gehen, so wie ich das jetzt gemacht habe. Aber ich wollte halt mit dem Unschied halt reden. Ne? Das ist eine sehr gute Möglichkeit, um Geld zu bekommen. Und es ist noch halbwegs zeiteffizient. Und wenn ihr eure Leute leveln wollt, dann macht das lieber bei kleineren Stacks, bei den Lootern, wo ihr wisst, mit denen könnt ihr es aufnehmen. Und ihr seht ja auch mit einer
etwas erfahreneren Party könnt ihr das noch relativ gut hinbekommen. Ich wünsche euch alles Gute, freue mich auf jeden Fall auf den nächsten Teil mit euch und in diesem Sinne sage ich dann mal bis zum nächsten Mal. Pax vobiscum, valete. Ja, stopp, vielleicht eine Sache noch. Also wenn ihr Fragen habt zu dem Spiel, wenn ihr neu seid, dann zögert nicht, mir Fragen zu stellen. Ich versuche natürlich zeitnah zu antworten oder das in einem meiner folgenden Videos aufzugreifen. Und insofern, also auch da bitte, lasst mir einen Kommentar da, schreibt mir eure Meinung. Wenn ihr irgendwas Spezifisches sehen wollt, wenn ihr Anregungen habt, Vorschläge, Fragen, ich kümmere mich drum. Bis dann, tschüss.